Na, servus Kaiser, die haben ja anständig Holz vor der Hütte. Na, die GW hat sich überhaupt gewaltig entwickelt. Wenn man denkt, wie das angefangen hat, vor 25 Jahren, gerade einmal 30 Mitarbeiter haben sie gehabt und einen Webstuhl von der Arche Noah runter. Und heute haben sie mehr Mitarbeiter, wie Deutschland Arbeitslose hat. Ja, 1980 hat alles angefangen, auf Initiative vom Alfred Sauerwein mit dem Zivilinvalidenverband, unterstützt vom Land Tirol und dem Bundesministerium für Soziales. Und dann haben sie gesehen, da kann man mehr machen. Dann haben sie die Kammern dazu genommen, Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer. Und in die 80er Jahren haben sie so richtig Gas gegeben. Dann haben sie gesagt, jetzt beschreiten wir den Holzweg. Dann haben sie angefangen, Kleinmöbel machen, Paletten, Getreidemühlen, Saunakabinen und, was weiß ich noch. Und die Ausbildung von den Leuten wird allerweil besser. Seit 1996 gibt es eine einjährige Fachausbildung für die Mitarbeiter. Und bitte, es gibt sogar eine 30 Monate Ausbildung zum Datenbankprogrammierer. Also wenn einer meint, mal die Behinderten, was die schon kennen, da tut es einen Koffer täuschen. Naja, die Idee ist einfach genial, nicht? Behinderte Menschen haben einen Arbeitsplatz, eine sinnvolle Tätigkeit, dadurch mehr Selbstwertgefühl, mehr soziales Gefüge und die Tiroler Industrie kommt zu absoluten Spitzenprodukten, zu Qualitätsprodukten zu einem günstigen Preis. Das war die Zukunft. Und Transit hat man auch ein bisschen weniger, nicht? Ja, wenn so einer nicht klappt, der Beweis sind ja die Partnerfirmen, die Abnehmer. Grot zum Beispiel, Liebherr, Sondo, Gerätewerk Matrei, die Firma Zumtobel, Felder, der Darbo. Ja, bitteschön, die sind ja auch nicht auf der Marmeladensuppe dahergeschwommen. Die wissen schon, warum sie da einkaufen. Ja, also ich persönlich habe ja auch eine schwere Behinderung. Ich bin verheiratet. Und morgen haben wir eben Hochzeitstag. Jetzt muss ich für die Frau irgendwas spendieren. Ich wollte ihr ja zuerst eine schöne Reise schenken. Aber der Mann von der Innenministerium, der Brockhoff, hat ja gesagt, Frauen gehören zu Hause in die Küche. Und dachte, ja gut, wenn ich es weiß, nicht? Jetzt kaufe ich halt etwas Netz für die Kuchel, wenn sie schon reinstehen muss, dass sie es halt ein bisschen nett hat. Und wo kaufe ich es? Natürlich, nicht bei der GW, bin ja nicht blöd. Meine Frau sagt ja eben, du bist vielleicht ein bisschen deppert, aber echt nicht ganz blöd. So, jetzt schauen wir gerade rein, was sie alles haben. Kommt's gerade mit mir. Hallo, servus. Grüß dich. Ich habe mir gedacht, ich gehe als erstes in die EDV-Abteilung. Die haben nämlich eine super EDV-Abteilung da herunten. War gescheiter gewesen, wenn der Krasser seine Homepage da machen hat lassen, war was Gescheites rausgekommen und billiger war es auch gewesen. Jetzt habe ich mir gedacht, fahre ich lang durch das ganze Werk, hatsch, lasse ich mir da ein bisschen was am Computer zeigen, weil der Computerchef ist ja einer der größten seiner Zunft. Du, zeigen wir mal ein bisschen das Werk, gell, sei so gut. Ja, da haben wir jetzt die Fotos vom Werk Hemmisch von neuen. Aha. Die Laserschneidmaschinen, die Schweißarbeiten. Toll. Da haben wir die Palettenfertigung. Aha. Wie sie gelagert werden und wie sie produziert werden. Das ist schön, schön, ja. Da haben wir die Manufaktur. Ja. Die Montageabteilung. Aha. Wie der sich auskennt mit dem Computer. Ich bin ja da nicht so gut. Ich kenne leider einen Schmäh. Kennst du den Witz, was heißt abgekürzt EDV? Nein. Einer drückt Virus. Schau. Das sag mal, spinnst du oder was? Nein, 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 das war ja ein Witz. Ich hab's ja nicht so gemeint. Können Sie mir helfen? Ja. Ich suche ein nettes Geschenk für meine Frau. Ja. Was machen Sie da gerade? Der Zahnstecher, Herr Rendl. Zahnstecher? Nein, mein Lieber. Aber ich weiß nicht, also für einen Zahnstocher ist das schon ein bisschen groß. Ja. Gibt es ja da nichts Kleines? Ja, das da. Das da. Das ist auch, nein, das ist zu, ja, zu unhandlich irgendwie. Ein kleinen, weißt du? Ja, das da. Ah, das ist ja, das ist ja, ja zur Sache. Ja, das ist ja natürlich. Ja, liegt gut in der Hand. Ja. Ja, funktioniert.
Weil? Kommt man überall rein? Ja. Warte, ist gut. Ich glaub den nicht mehr. Ja. Was gab's denn sonst noch? Was macht's denn noch alles da herin? Nur Paletten will ich machen. Paletten? Ja. Na, das war doch eine Sache. Ja. Kann ich mir die anschauen? Wo sind die da hinten, gell? Ja, die da. Ah, gut. Dann wünsche ich einen schönen Tag noch, ja, gell? Danke. Danke für den Tipp, gell? Ja. Fährt denen. Sowieso. Hab ich die ja, das ist ja die Geschenksidee für die Frau. Ja. Paletten, ha? Ja. Unerlässlich für jeden modernen Haushalt. Hübsch und praktisch dazu. Da kannst du das dreckige Geschirr stapeln, Schnitzel klopfen. Mhm. Wie viel macht es denn von denen? 3 bis 4.000 Stück. Am Tag? Ja, am Gott. Das ist ja 400.000 im Jahr. Ja. Da wärst du aber ganz nicht Nägel von brauchen. Ja, ja. Wie viele Nägel sind da drei? Ja. Ja, das heißt 100.000 brauche ich schon. 100.000? Alle zusammen, die ganzen Kollegen, wenn man schon braucht. Das reinste Nagelstuhl. Ja, ja. Also so etwas weh, ich meine, jetzt habe ich eine Bitte. Ich habe beim Hergehen da eine gesehen, da ganz oben, siehst du, auf dem obersten Stapel, gell? Ja. Und dann doch die hinterste, das war eine hübsche. Gell, wenn man die herrichtet, ich gehe dabei um mich. Gell? Und ja. Gell? Dankeschön. Entschuldige, meine Herren, ich suche ein nettes Geschenk für meine Frau. Ich habe gehört, das macht so tolle Sachen. Könnten Sie mir da schnell irgendetwas ausmachen mit der Maschine? Ja, vielleicht mit unserer neuen CNC-Maschine. Ein Gitar kann man da machen mit 5-Achs-Aggregat. Mit was für einer Maschine? Mit unserer neuen CNC-Maschine. Ich verstehe. CNC. 10-Nägel-Cutter. Ja, nicht ganz, fast. Controlling Numeric Systems. Ist das klingt toll. Ja, mein, wenn es da nicht wart. Passt, machen wir. Ja, Wahnsinn. Das ist ja die reinste Hexerei. Nein, und so lieb. Meine Frau hat eh gesagt, sie wird jetzt einmal andere Seiten anziehen bei mir. Ja, das trifft sie bestens. Aber irgendwie zusammenpicken sollten wir es. Ja, da brauchen Sie jetzt gerade zum Andi aufgehen, in die Leimerei. Da kriegt man das sofort zusammen. Zum Andi. Mhm. Dankeschön. Danke, wiederschauen. Servus, habe ich die Ehre. Bist du der Andi? Ja. Andi, der Leimer. Der Leimer, wie sagen Sie? Schau, der Kollege hat mich hergeschickt. Kannst du mir die zusammenleimen? Ah, wohl, das wäre schön, ja. Aber halt schön sauber, gell, für meine Frau, weißt du. Ich will keine Gitarre spielen. Ja, ja.
Sie weiß es leider noch nicht. Also. Geht ein bisschen so. Schön. Aha, so geht das, siehst du? Aha, jetzt kommt so die Presse nicht. Ja, wunderbar, das war ja flott. Da klingt ja schon ganz bärig. Ich danke dir schön. Vielen Dank. Und wer montiert mir jetzt das fertig? Das ist so. Da bei der Klostür aus, da ist die Müllmontage, da machen wir das noch. Die Müllmontage, da gleich hin. Fesch. So ein Vollholzklo hat auch nicht jeder. Und was gibt's da? Eine Getreidemühle wird das. Getreidemühle? Oh Gott, das ist jetzt eine Idee. Die Frau tut eh so gerne Müsli essen, da hat man gar nicht etwas, nicht? Ja. Die Frau kann sich die Müsli reiben und mir für Schweinshaxen in Grenau einmal. Ja, genau. Na schau, das geht ja rucki zucki. Ganz nett. Also das gefällt mir gut. Gibt's da eine fertige? Ja, ja sicher haben wir. Jetzt sag mal her. Ah ja, schon her, da ist das Kabel drin. Also sehr gut, warte, ich packe jetzt einmal ein. Dankeschön dabei. Das ist jetzt gescheiter wie die Gitarre, da macht sie eh einen Haufen Krawall her. Was haben Sie noch? Spiele! Spiele! Dass ich auf das nicht.